Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir da auf dem Grabentisch? Heute beginnen wir mit einem neuen Päckle und hier geht der Gruß raus an den lieben Micha, er weiß wer gemeint ist, mit dem Hessen-Paket Nummer 5, Nummer 6, ich habe keine Ahnung, also Hessen hatten wir schon ein paar und jetzt werde ich nicht verschont, weitere Biere aus Hessen zu probieren und ich bin überzeugt, da werden bestimmt auch wieder richtig leckere Sachen dabei sein. Unser Start beginnen wir jetzt mal hier mit einem Porter und zwar das Vogelsberger Naturburschen Porter, tiefschwarzes, edelherbes Bio-Porter, schön Bio-Siegel noch drauf. So sieht das Ganze aus, kommt in einer 0,33er daher, Kapsel ist bedruckt, so schaut es aus. Und jetzt gucken wir mal nach, was haben wir da drin? Da haben wir Wasser, Gerstenmalz, Zucker, da ist Zucker drin, Röstmalzbier und Hopfen und Hefe ist drin aus ökologischem Landbau. Und der ganze Spaß hat 4,5% Umdrehungen. Für einen Porter, muss ich sagen, ist das sogar recht mild. Was mich jetzt wundert, ist der Zucker, warum da jetzt Zucker drin ist. Ich vermute mal, dass hier mit dem Zucker, heißt es nicht sogar Zuckercouleur, wenn damit sozusagen die Farbe erzeugt wird. Also da müsste jetzt gleich was richtig Dunkles, Tiefbraunes bis ins Schwarzgehende auf uns zukommen. Bei den normalen Portern kann man auch eigentlich den Zucker weglassen. Ne? Aber naja, so, gut. Jo, was soll ich sagen, vom Etikett her ist es zeitgenössisch. Ist jetzt nicht, wo ich sage, Mensch, das haut mich jetzt um. Ist halt doch ein schön gezeichnetes Feld, ne? Getreidefeld, so sieht es aus. Ich halte es mal ein bisschen dichter ran. So, und ich würde sagen, machen wir einfach mal auf, oder? Gucken wir uns mal an. Porter, wann ist das letzte Porter? Was war denn da? Stolbecker, oder? Keine Ahnung, was wir da haben. So, ich mach mal auf her. Offen ist es. Schauen wir uns mal an, ob da die... Ich halte mal kurz die Kapsel rein. Schaut so aus. Entspannungsverdampfung. Kommt raus, sieht gut aus und dann lassen wir mal laufen. Okay, ich hätte jetzt Schwärze angetippt. So, läuft ja lustig da rein, ne? Also, das ist ja hoch. Müssen wir uns mal ein bisschen angucken. Ist ein Bier, gibt sich als Bier zu erkennen. Blau hoch. Das ist ja abgefahren. Also fangen wir mal mit der Blume. Die hat erstmal 1 bis 1,5 Fingerbreite Blume. Ich würde sagen cremeweiß. Ja doch, cremeweiß kann man sagen. Ziemlich feinporig. Und ich glaube, ihr seht es ja selber, die bleibt hier erstmal ordentlich an der Glaswand haften. Ne? Also so 90 Sekunden bleibt die da, glaube ich, im Glas stehen. So, so viel dazu. Von der Farbe her ist Hefe angegeben. Ja, Hefe ist angegeben, dementsprechend ist es auch naturtrüb, aber schwarz ist es tatsächlich nicht. Also es ist eher so ein dunkelbraun. Ne? Guck mal, da ist die Softbox, ich halte das mal so gegen, ich halte es auch mal in die Kamera. Sieht vielleicht im Video jetzt ein bisschen dunkler aus, als es tatsächlich ist. Jetzt halte ich es gegen das Licht, ist es eigentlich eher dunkelbraun. Also ein schöner Naturfarbton, sehr erdig auch. Karbonisierung, Pernod kann ich nicht erkennen, weil dafür ist es einfach zu trüb. Hundertprozentig blickdicht. Und sieht erstmal soweit anständig aus. Ich bin nur ein bisschen verwundert, weil ich hätte es mir jetzt, gerade weil Zucker angegeben ist, hätte ich mir jetzt eigentlich gedacht, da kommt jetzt ein richtiges Schwarzes auf uns zu. Weil Porter normalerweise auch wirklich auf der EBC-Skala ganz, ganz weit oben ist in den dunkleren Farbtönen, ein bisschen in Schwarze. Ne? Das darf auch gerne mal so eine Nuance haben, Farbnuance, wie zum Beispiel ein Stout ist. Ne? Oder ein klassisches Schwarzbier eben. So, gut. Wie wollen wir es bewerten, Freunde? Das ist erstmal solide, oder? Finde ich erstmal soweit okay. Geben wir mal 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Und ist erstmal soweit ansprechend. Ne? So, wollen wir mal anschnuppern, mal sehen, was das Bouquet so hergibt. Ach du liebes bisschen. Warum habe ich gerade eine Assoziation vom 70er Jahre Schrubberwasser mit so einem richtig schönen Schrubber-Holzstiel und mit der Bürste und dann schrubbst du und wenn du das Wasser so riechst, dann riecht das auch so. Das ist dann so ein gewisses, hier, was ist denn das? Dieses eine Reinigungsmittel, mir fällt das immer nicht ein, so eine Frucht ist da drin. Wie heißt denn die Frucht? Wie komme ich denn jetzt vom Reinigungsmittel auf Frucht, weil dieses Reinigungsmittel so eine Frucht hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Ich bin schon ein bisschen älter. Eieiei. Also... Eieieiei.
muss man mögen. Also es ist wahrnehmbar, also es ist ein sehr selbstbewusstes Bouquet und es gibt auch viel Preis, besonders was die Fruchtigkeit angeht. Ja, also es ist so, du hast so eine Mischung zwischen Frucht- und Getreidekörper, würde ich jetzt fast mal sagen. Also du hast so ein süßes Getreide, so ein bisschen brotig riecht es. Aber eben, da kommt auch diese eine Frucht, mir fällt die Frucht mal wieder nicht ein, ja, woran mich das erinnert. Ich würde sagen, wie das Schrubberwasser, aber werdet ihr die wenigsten wissen, aber meint ihr jetzt mit Schrubberwasser, ne? Ja. Es ist okay, aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow, ich flippe total aus oder so, sondern das ist halt so, ah, okay, ist in Ordnung. So, ihr Lieben, jetzt mal probieren. Auf euch. Zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Ja, schmeckt besser als es riecht. Mhm, okay. Ich möchte mal noch einen zweiten nehmen. Ziemlich rüstig. Also die Röstmalze kommen klar durch, die sind klar definiert. Problem, auch aber auch sehr süß. Also du hast einen sehr gekünstelten, fast schon, ich will jetzt nicht sagen synthetisch, aber vom Geschmacksprofil, das von der Wahrnehmung, ist der Antrunk. Du hast einen sehr durchzogenen Malzkörper, der zweierlei Attribute mit sich bringt. Einmal hast du diese Röstaromen, die sich auch sofort melden, die geben ein bisschen Würze ab, die geben sowas Kräftiges, was Wuchtiges vielleicht sogar ab. Und dann hast du halt eher dieses, was man von alkoholfreien Bieren kennt. Das ist dann so eine Getreidigkeit, die aber wirklich stark süß ist. Und ich vermute mal, es wird hier der Zucker sein, der daran haften bleibt und dann so richtig auch diese Süße nach vorne bringt, gerade vorderer Zungenbereich. Da ist eigentlich schon fast so, wo du denken könntest, krass, ich trinke jetzt hier so ein Malzbiergetränk, sowas in diese Richtung, ne? So ein Maximalz oder so. So Mischung, Mischung. Wisst ihr, was ich meine? So eine 50-50-Mische. So präsentiert es sich beim Antrunk. Ansonsten ist es ziemlich geschmeidig, ziemlich weich auf der Zunge, was ich recht gut finde. Ihr wisst, das mag ich immer. Und ein Porter kann man durchaus ja auch als, ja, nach dem Essen, ein Bier für nachts, also als Dessert, theoretisch Dessertbier, könntest du das auch ganz gut benutzen. Gerade durch diese, ja, lieblichen, Malzkörper ausgeprägten Nuancen, die kann man da durch, Getreidige, ne, das kannst du durchaus nehmen, würde theoretisch sogar zum Stück Kuchen passen. Aber andererseits, du könntest es auch zum Grillen benutzen, ich weiß, könnte man auch machen. Gab es ja mal Diskussionen, ne, mit Krustentiere und Porter, naja, hört auf, Freunde. So, aber zurück zum Thema. Und von daher muss ich sagen, ist es okay, aber es ist jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig. Ne? Also man muss es mögen, man muss diese Abstimmung mögen und dann wird man damit zufrieden sein. Ja? Also ich bin so, ja, mir ist es ein bisschen zu süß. Ne? Gehen wir mal noch ein bisschen tiefer rein. Was ich richtig gerne mag, ist diese Cremigkeit. Ich mag, wenn es so cremig ist, so saftig ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Es ist sehr samtig auf der Zunge, auch im Schluckverhalten. Kein Schluckwiderstand. Das ist nicht ruppig, kratzig oder ähnliches, sondern das gleitet richtig wie Öl runter, wie man sagt. Ne? Das ist schon mal ganz schön. Die Röstaromen kommen klar durch. Meiner Meinung nach sind die hier auch fokussiert. Also die haben oberste Priorität in der Textur, wie mir erscheint. Weil die sind wirklich deutlich, die zeigen sich auch. Und die halten sich wirklich vom Antrunk hin bis nach hinten zum Abgang. Hast du immer auf dieser Zunge diese Röstaromen. Und ja, ist auch okay. Wenn man das mag, ist es völlig okay. Dann sind das schöne Aromaspitzen, die man haben kann. Das ist ganz gut. Die Süße flacht nach hinten raus ein bisschen ab. Da wird es auch ein bisschen herber. Ist in der Natur der Sache natürlich kein IBU-Monster, was auch logisch ist. Du hast durchaus noch so ein paar, ja, lieblichere Nuancen beim Runterschlucken, aber ich denke mal hinten raus, da dominiert schon so eine gewisse Hopfenfloralität, die sich aber hier wirklich in Herbe zeigt. Gar nicht mal so ein Aroma-Hopfen, sondern dieses typische, ja, Alpha-Hopfen-basierte, ja, dass du sagst, oh Mensch, das ist so ein bisschen bitterer, ne? So hinten auch, und das in Kombination mit einem wesentlich größeren Prozentsatz von den Röstaromen, die dann wirklich nach vorne kommen. Also es ist ein sehr, man könnte auch fast sagen, es könnte ein Röstbier sein oder ein Röstbier, sowas in diese Richtung. Jo, das ist im Prinzip, wir können ein Beispiel machen, ein ganz einfaches, da brauchen wir gar nicht jetzt hier großartig hier mit irgendwelchen Fachbegriffen rumschmeißen. Nehmt euch ein Malzbiergetränk eurer Wahl, was ein bisschen lieblicher oder süßer daherkommt, und packt noch so eine schöne
Röstaromen da rein und ballert dann auch noch mal ein bisschen ordentlich, ne? So was so ein bisschen da so in diese Richtung geht. Meinetwegen auch Rauchbier, ja, kannst du da auch noch mit definieren. Ja, dann hast du dieses Bier hier. Also so eine Mischung. Ne? Oder du kannst auch sagen, ein Malzbiergetränk mit viel Röstaromen. So schmeckt dieses Bier. Muss man mögen. Die, die das mögen, die werden das richtig abfeiern. Da bin ich absolut überzeugt von. Und ich, als, wenn man das jetzt objektiv, ist okay. Also da ist jetzt, ich habe nichts zu kritisieren. Das ist okay. Das ist kein hedonistischer Hochgenuss, aber das kannst du trinken. Ja, mit der Flasche noch, ne? Ist auch schön mild. Ich schwanke, Leute. Ich bin am Überlegen, was ich für eine Benotung gebe. Schlecht ist es nicht. Das ist nicht schlecht. Das kann man trinken. Ja. Jo. Hm. Was machen wir denn da? Was soll man da geben für eine Benotung? Ach komm, machen wir. 4 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Also irgendwie ist es lecker. Es ist nichts Besonderes, aber es ist lecker. Dann machen wir mal 4 Punkte draus, oder? Ist das fair? Ist das okay so? Ich hoffe mal. Freunde, das war's gewesen mit diesem Biertest. Und ich sage jetzt mal schönen Dank an den Micha nochmal. Jetzt geht's wie gesagt weiter mit den Hessen-Pakete, mit Hessen-Paket, so. Und dann sehen wir mal weiter. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.